Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, wieder live aus Berlin. Und ich nehme euch heute mit. Mal gucken, wo es hier ein bisschen ordentlich aussieht in der Bude. Eigentlich nirgendwo. Ich nehme euch wieder mit. Heute, und zwar drehe ich heute für ZDF Neo. Und zwar für die Late-Night-Talkshow Late-Night-Alter mit Ariane Alter. Und es ist heute der 24.2. Klausi. Irgendwie sowas. Mittwoch, 24.2. 20? Ja, kann sein. Es ist 13.30 Uhr fast. Ich bin fertig geschminkt, habe aber noch mein Bündel gepackt mit dem ganzen Zeug da drin. So Klamotten und Pailletten natürlich. Und dann werde ich abgeholt. Mein Mann Klaus kommt mit. Und wir werden abgeholt von einem Shuttlefahrer, der heißt Sascha. Und dann geht es in die Hansa Studios irgendwo in ganz stark West-Berlin. Und ich nehme euch mit. So. Es ist jetzt gleich 13.30 Uhr. Wir gehen jetzt runter und gucken mal, ob vielleicht die Shuttlerin, Fahrerin schon da ist. Ihr Name ist, wie gesagt, Sascha. Ich habe ein neues Haar noch gemacht bekommen von meiner guten Freundin Pan Am. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich muss das erstmal ein bisschen einfluffen. Dann habe ich mir eine ganz brandneue, frische Paillette extra nur für die Sendung gekauft. Die ist sehr schön. Ne, Klausi, wie schön ist die neue Paillette? Ja, das ist jetzt eine Antwort. Kannst du dir auch einen drauf scheißen, ganz ehrlich. Ich befinde mich jetzt im Shuttle. Das ist ein geräumiger schwarzer Bus. Da ist der Klaus. Und unser Fahrer ist der Sascha. Der war sehr pünktlich, der war sogar überpünktlich. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Hast du toll gemacht, Sascha. Und dann wird heute natürlich auch ein Corona-Test gemacht vor Ort. Ich hatte ja schon mal einen vor ein paar Monaten. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe auch ein bisschen Angst jetzt gerade davor, dass sie mir die Stäbe wieder so tief in der Nase reinstecken. Aber wir werden sehen. Klausi ist sein erster Corona-Test tatsächlich. Also das ist noch viel, viel aufregender. Das habe ich sehr gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Mhm. Kein Nackter hier. Wundert mich auch fast. Ist das die Nacktenwiese? Ja. Also wir sind jetzt 20 Minuten gefahren oder 25 Minuten, wir sind jetzt mitten im Wald. Mitten im Wald. Ich glaube, wir werden entführt. Wir fahren gar keine Fernsehstudios. Das sind schon so morastige Tümpel. Wie heißt denn der Bezirk? Ist das Charlottenburg eigentlich noch? Nee. Wir werden jetzt getestet, Klausi. Aber das ist nicht was. Ach, ist das gar nicht mit Stäbchen in der Nase? Oder doch, da? Natürlich, da mit Stäbchen. Ach so. Ich habe das schon einmal gemacht und das war fürchterlich. Machst du das ein bisschen schöner vielleicht? Ja, ich hoffe. Ja, okay. Hm. Einmal die Maske ab, ne? Mhm. Hast du irgendwie rechts oder links, links oder rechts? Ist mir scheißegal. Dann nehmen wir links. Mhm. Los aus. Danke, der ist kitzelt. Wahnsinnig toll. Andere Nasen noch nicht? Nee, nur okay. Corona-Test überstanden. Ergebnis kommt in 15 Minuten. Ich zeige euch jetzt das Leben eines Stars. Das ist meine Garderobe. Ups. Besonders süß ist, finde ich, hier der Fernseher und der Tisch, aber mit Blumen. Das finde ich süß. Das hier ist auch süß, guck mal, mit dem Kabel, das geht dann da oben rein, ist auch süß. Ja, Klausi, wir sind jetzt hier erstmal gefangen und müssen warten. Stimmt, das Waschbecken ist halt auch süß. Und ich finde auch diese Garderobenstange ist auch süß. Das hat sowas 90er Jahre Möbelhöffner. Süß. Die Blumen sind schön und guck mal, ein kleines hier so ein bisschen Süßigkeiten. Natürlich, wenn wir jetzt hoffentlich negativ getestet werden, dann dürfen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir raus, nämlich, weil da ist ein Catering-Bus, ein Catering-Zelt. Und dann essen wir erstmal einen Happen. Und da kann man ganz schön am Wasser sitzen, zeige ich euch dann. Klausi, freust du dich? Ja. Das ist natürlich, wir haben oben in der Garderobe... Das ist die Maren. Die Maren. Hallo. Deine Funktion ist Aufnahmeleitung, zweite Aufnahmeleitung. Ich bin Redakteurin. Sag ich doch. Und Sidekick in der Show manchmal. Ja, und Sidekick in der Show. Also heute ja auch im Fernsehen zu sehen, die Maren. Jetzt kannst du weitersprechen. Mal. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie schön das hier ist. Guck mal hier. Ist das süß? Hier lässt es sich aushalten. Da sind die Studios.
Wir haben jetzt gerade noch einen kleinen Mittagssnack genommen und die Maren, die wird mich jetzt im Studio, das Studio einführen. So. Schön an der Arbeit. Das ist wunderschön. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Schön, ja. Und da liegt noch Schnee. So, wollen wir mal sehen. Bin ich doch mal sehr. Ach so, da. Ich dachte, ach, da geht's rein. Okay. So sieht man da. Genau, hier geht es in unser Studio. So, jetzt schaut mal hier, bin ich ja mal gespannt. Naja. Backstage, hier bist du gleich verkabelt. Da werde ich verkabelt, okay. Ach, schau an, süß. Fernsehen sieht immer alles viel größer aus. Aber schönes Studio. Vielen Dank. Oh. Da kam es noch raus im Gespräch, du kannst es machen. Ist das okay, hübsch. Ich will auch so ein Studio haben. Süß, guck mal hier. Guck mal hier. Und da ist wahrscheinlich ein Teleprompter. So. Wenn du verkabelt bist, ja, dann wird dich meine liebe Kollegin Caro, ja, hier diese Treppe hochschicken. Ja. Und du würdest hier warten auf deinen Cue. Ja. Und das ist, wenn Ariane mit der Moderation vorbei, fertig ist. Ja. Und die sagt, Jessica Parker, ja, und spielt die Band. Mein Gott und so weiter. Du singst dann, heute gerne, ne? Ja. Ja. War doch die Musical-Folge. Fängst du hier an? Und wenn die Musik beginnt, läufst du um die Ecke und machst hier den großen Auftritt. Hier erscheint dann dein Name an der LED. Kannst hier machen, was du willst. Fühl dich wohl. Hauptsache, ich fall nicht hin. Genau. Und dann, wir können hier nochmal üben nachher mit hohen Schuhen. Ja, oder so. Gerne. Und dann würdest du die Geschirrstrecke nehmen. Ach, das ist schön, ne? Und dich hier bei uns den Pudding einfinden. Ach, das ist der Pudding? Genau, Ariane wird hier sitzen. Und das hier ist dein, ah ja, okay, Sitzbereich. Okay, also von der Seite, das ist gut. Es gibt Getränke, ja, und es gibt einen Talk. Ja, super. Genau. Und wenn wir spielen, ja, spielen wir oben. Dann würden wir, aber das aber Hochgehen das alles im Off. Ist im Schnitt gelöst. Also man sieht das Hochgehen sieht nicht. Okay, hochgeht, verstehe. Dann wieder hoch. Und dann auf die Positionen hier oben. Da sind dann so Pulte aufgebaut. Ja, ich komme. Ich komme doch schon. Hier würde Ariane stehen und das wäre dein Pult. Mhm. Diese Seite. Mhm. Da steht die Maren und moderiert das Ganze. Ich würde euch von hier die Bilder zeigen. Okay. Muss mich auch mal pullern jetzt. So, jetzt wollte ich eben pullern, aber das ging nicht, weil da genau neben mir jemand stand und pullerte. Und ich kann auch nicht pullern, wenn jemand neben mir steht. Das ist fürchterlich. So. Klausi? Ja, komm. So, wir haben es jetzt irgendwie um 15 Uhr rum. Ich ziehe mich jetzt um und mache mich fertig. Und das Tolle ist, wir haben hier schon einen Fernseher zu stehen. Da sehen wir gerade schon das Studio. Weil Klausi darf nämlich nicht mit nachher ins Studio. Der muss hier in diesem Zimmerchen bleiben und kann dann die Sendung direkt über Studiofunk sehen. Keine Ahnung, wie sowas heißt. So, ihr seht, ich bin jetzt aufgepufft und aufgerüft und ausgestrafft. Da sitzt schon die Ariane. Die zeichnet jetzt nämlich gerade schon einen Trailer auf für die Sendung. Und dann in ungefähr 20 Minuten werde ich dann runtergeholt aus meiner wunderschönen Garderobe. Da ist der Klausi nochmal. Und dann geht's auch schon runter ins Studio und dann zeichnen wir auf. Freue ich mich. Und das Schöne ist, ich habe auch für den Kreislauf ein kleines Säckchen bekommen. Ja. Ihr seht, ich bin schon wieder abgefummelt. Es ging relativ schnell. Das war ganz süß mit der Ariane, Alter. Und die stelle ich euch jetzt mal vor, weil die habt ihr nämlich noch gar nicht gesehen. Guck mal, da ist die Ariane. Hallo. Hallo. Wie war die Sendung mit dir heute und mit mir? Das fand ich sehr schön. Ja. Wir haben sehr viel über Drag geredet. Ja. Und über Fußballer auch. Ja. Und wir haben ein wunderschönes Spiel gespielt. Ja. Mit Günther Jauch und seinem, ich sag mal, Modegeschmack. Und das kann man alles sehen, das geht heute noch online, also kann man es morgen Donnerstag um 22.15 Uhr. 22.15 Uhr in ZDF Neo oder immer in der ZDF Mediathek. Ariane, du musst auch mal meine Late Night Show kommen. Das mache ich auf jeden Fall, weil, gerne. Ja, wen muss ich denn da kontaktieren? Mich und ich gebe es meinem Management und die rufen zurück, ich bin irgendwie sehr schlecht mit organisieren. Verstehe. Aber ich liebe Sekt. Ha. Na gut, dann gibt's Sekt und Austern. Oh ja, ich liebe Austern. Ariane, mein Schatz, vielen Dank, es war sehr schön bei dir. Gleichfalls, ja? Das fand ich auch wunderschön. Unser Bus kommt bis jetzt, bald. Bis bald, meine Liebe, tschüss. Tschüss. Also,
Wolfgang ist in England bei einem lesbischen Paar aufgewachsen. Ja. Und ich hätte es ihm nicht besser beibringen können. Er liebt Wiesen und Frauen. Oh ja, das ist doch schön. Und Männer mag er nicht so gerne. Männer mag er nicht und Straßen mag er nicht. Okay, verstehe. Du, da habe ich mir ganz viel Erziehungsphase. Der süße Wolfgang. Und knall auf Fall bin ich jetzt schon wieder zurück im Auto und werde nach Hause gefahren. Vielen Dank an den Sascha. Wir fahren wieder durch den Wald. Ich habe es rausgefunden, das ist hier noch Charlottenburg tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Dreh war ganz toll. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Klausi, wie war es in deiner kleinen Kemenate oben? Wo du auch dann hatte zu essen und zu trinken. Hattest du essen und zu trinken. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Und ich habe noch einen Link unten in den Shownotes zu der ganzen Sendung bei ZDF Neo. Ist wohl 2 Jahre in der Mediathek. Also von daher habt ihr ein bisschen Zeit, das euch anzugucken. Gehabt euch wohl, abonniert mich auf YouTube und Instagram und auf StudiVZ und schickt mir einen Fax. Bis dann. Tschüss. Sharing is caring.